Seid ihr auch schon da? Na? Seid ihr auch schon da? Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Let's Play Live Show. Der Flex ist leider verhindert. Deswegen übernehme ich das heute mal. Damit herzlich willkommen zum Let's Play Live Show. Happy Halloween wünsche ich euch. Ja, Happy Halloween, ich begrüße euch herzlich hier. Warte mal eben. So, ich muss mal kurz vergucken. Ja, Alter, ich muss... Alter Schwede. So, ja, willkommen zur Let's Play Live Show. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir werden heute Nonstop-Action-Horrorspiele spielen, von A bis Z. Ja, pickepacke voll heute der Stream. Und wir geben heute ein bisschen Gas. Wir fangen an mit Outlast, ihr seht's. Boah, Alter, ich wollte die ganze Zeit eigentlich nur so weitersprechen. Willkommen zu Outlast. So, ja, wie gesagt, pickepacke voll heute der Stream. Willkommen zur Let's Play Live Show. Alter, ich nehme das Ding mal ab, warte mal eben. So, Alter. Boah, ich wollte eigentlich, das Ding irgendwie auflassen, aber ich glaube, ist besser so. Boah, Alter, ich schwitze da drunter wie ein Affe. So, natürlich ist es gruselig. Ja, ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen was Süßes bekommen, vielleicht auch was Saures, man weiß es nicht. Und ich würde sagen, Alter, ich mache jetzt mal die Musik ein bisschen leise. So, ja, Was, Flexi, mit dir wird das nichts als verrückter. Ja, auf jeden Fall. So, habe ich die Musik aus? Nein, natürlich nicht. So, wir spielen natürlich Outlast. Wir fangen an im Wahnsinnsmodus, wie immer. Und dann... So, ja, wie gesagt, pickepacke voll. Ich habe eine Streamliste hier liegen bei mir, was ich heute streamen möchte. Und es wird alles kommen. Es wird Soma kommen, es wird Daylight kommen. Outlast, seht ihr ja schon, es wird jede Menge kommen. Also, lasst euch überraschen, es geht los. So. Entschuldigung. So. Alter, Gruselstunde. Boah, mir ist so warm, das ist unfassbar. Das mache aber auch vielleicht... Ich habe übrigens meinen Freddy Krüger Pullover wieder an heute. Wie passend. Ja, ihr seht's. Ne? So, Herbst 2016. Oh, ich freue mich so auf Outlast. Ich freue mich so auf Outlast 2. Ich hoffe, ihr natürlich auch. So. Kann man mich überhaupt erkennen? Ich glaube, ja, ne? So, jetzt muss man kurz gucken, dass ich hier mit den Kabeln so ein bisschen... Das war gerade wegen der Mütze, wegen der Mütze vor allen Dingen, war das gerade so ein bisschen problematisch wegen den Kabeln. Gibt's einen 12-Stunden-Stream? Was? Aber mit DLC oder ohne? Natürlich mit DLC, hallo? Natürlich. So, es gibt wahrscheinlich jede Stunde werden wir wahrscheinlich, ich weiß noch nicht, wie ich das hinbekomme, aber eventuell wird es jede Stunde was Neues geben. Vielleicht auch
jeder anderthalb Stunde. Ich weiß noch nicht wie. Müssen wir mal gucken. Schauen wir mal. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Auf jeden Fall pickepacke voll Leute. Ja, Happy Halloween an alle, die da sind. Willkommen zur Let's Play Live Show. Schauen wir eben. Hallo Schillerkiller, hallo Gruelix, hallo Smirks, hallo Konsuma, hallo Söckchen, hallo Klangkasper, hallo Gotox. Ich grüße euch. Schön, dass ihr alle da seid. Auch an die anderen, die ich jetzt gerade vielleicht... Hallo Lupa. Schön, dass ihr da seid. Auch die anderen, die ich jetzt gerade vielleicht nicht vorgelesen habe. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Gruselkabinett. So. Neues Ziel. Untersuche die Nervenheilanstalt in Mount Massive. So. Ich rücke auch ein wenig weiter vor. Ihr seht's. Ein wenig, damit man mich besser erkennen kann mit meiner Hackfresse. Das ist die hier oben. So. Jawohl, Outlast, es geht immer. Ja, natürlich. Ich freue mich natürlich, dass sie bei Outlast 2 auch dieses Element mit der Kamera wieder eingebaut haben. Das heißt also, die Kamera wird es im zweiten Teil auch wieder geben. Und wir werden an andere Orte reisen im zweiten Teil. Da bin ich sehr gespannt. Ich kann es kaum abwarten. Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden bis nächstes Jahr. Mein Gott, was wir bis dahin dann schon alles erlebt haben wie deine Let's Play Live Show, ist ja faszinierend. Da bin ich echt gespannt. So. La 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 la. Ja, mir geht's momentan, ich habe es ja gestern für einige, die gestern noch da gewesen sind, wir haben ja bis 1 Uhr circa haben wir ja gestreamt. Gab es ja gestern Überlänge, so eine Stunde circa. Ich habe gerade auch voll, was, Horror-Feeling? Ich spiele Minecraft-Halloween-Map. Oh, cool. Ja, mir geht's momentan nicht so besonders. Ich habe so ein bisschen Halskratzen, so ein paar Schluckbeschwerden und so. Und, ja, aber ich bin für euch da. So muss es sein. Was? So, was ich gesehen habe, spielt das Ganze in einem Dorf? Ja, also... Das ist aber auch momentan... Alter, ist es laut. Das ist aber auch momentan so das Erste, was ich mir auch gespoilert habe. Mehr will ich auch jetzt gar nicht davon wissen. Ich weiß jetzt, wann es rauskommt. Mir reicht das. Ich werde jetzt auch keinen Trailer mehr angucken oder sonst irgendwas. Weil sonst wäre ich zu viel gespoilert. Also es soll wohl um irgendwie so ein Kult gehen. In so einem Dorf. Wie und... Keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Ja? Du kannst ruhig sterben, hab nichts dagegen. Ich weiß. Ich weiß. Wie ist denn so die... Sag mal, ruckelt der Stream bei euch auch so? Oder läuft der bei euch tadellos? Yeah, Lupa grüßt erstmal alle per Handy. Das ist natürlich auch geil. So, ich muss mal eben hier kurz so... Jetzt geht's weiter. So. La 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 la. Okay, will auch nichts mehr wissen. Trailer verraten viel zu viel. Ja, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Mein Gott, immer diese Werbung auf Twitch, das ist schrecklich. Wenn alles gut geht, bekomme ich Montag, Dienstag Need for Speed. Cool, geil. Ja, ich habe heute gesehen, heute hat schon einer gestreamt. Irgendwie so ein Russe oder so, Need for Speed. Habe ich mal kurz reingeschaut. Mal gucken, ob das Merkel 2016 wieder da ist. Bin ich auch mal gespannt. Ja. Was? Nee, läuft voll Tadeus. Ja, Need for Speed wird geil. Ja, wird bestimmt ein geiles Spiel. Läuft alles gut, läuft alles super. Okay. Weil gerade bei mir war es so ein bisschen am Ruckeln gerade, der Stream, also auf Twitch, weil ich gucke immer so parallel so ein bisschen nebenbei, ob das alles so von der Quali auch her top ist. Ihr habt da nur das Beste vom Besten verdient hier. Das hört sich irgendwie, das hört sich an wie so ein Slogan von so einer Versicherung. Sie haben nur das Beste vom Besten verdient bei uns in unserer Versicherung. So. Ja, Streamqualität ist auch top, das ist doch sehr schön. Damit kann man leben. Ich kann also aufgesetztes Horror spielen. Nein, was macht der jetzt? Nein, das wäre doof. So. Starte den Generator im Keller neu. Das kennen wir ja. So. La 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 la. Ich weiß nicht genau, wie wir es heute machen. Ich weiß nicht, wie gesagt, pickepacke voll heute hier in der Let's Play Live Show mit Horror Games. Entweder machen wir jede Stunde ein neues Spiel oder wir machen
weil alle zwei Stunden wäre ein bisschen doof, weil dann schaffen wir gar nichts. Dann kommen wir überhaupt zu gar nichts. Weil dann sind wir bis morgen früh noch dran. I know you are here. Wo? Ist übrigens mein. Oh. Geh weg. Huch. Jetzt müssen wir ein bisschen beeilen, dass er jetzt abhaut da. Das Merkel. Ciao. Oh. La 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 la. Jede Stunde Neues. Ja, das ist super. Finde ich auch. Ist ein guter Kompromiss. Ich weiß auch gar nicht, wie gesagt, wie weit wir hier kommen mit Outlast. Normalerweise müssten wir unter einer Stunde eigentlich durch sein. Mit dem Hauptspiel, ich glaube, ja, müssten wir eigentlich schaffen. Bis 9 Uhr müssten wir mit dem Hauptspiel eigentlich durch sein, oder? Wenn es alles gut läuft. Dann können wir direkt das DLC nachschmeißen ab 9 Uhr. So. Hallo, mein Freund. Geh weg. Geh weg. Ist doch super, wenn wir bis morgen früh dran sind. Ja. Hallo. Wow. Ich wollte, dass er mich verfolgt. Deswegen bin ich nochmal zurückgegangen. Du schaffst das schon. Ja. Mäuschen, mach mal Piep. Komm raus spielen, Kleiner. Kleiner. Wenn kein Bug kommt, genau. So. La 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 la. Schnell weg hier. Boah, scheiße, hier ist ein Tisch. Den habe ich ganz vergessen. Fuck. Bleib ja auch noch an dem Tisch hängen, weil ich jetzt die Kamera ausgemacht hatte. Düdüd. Kommt das jetzt nicht? Ach nee, nur wenn er uns sieht, ne? War das ja so. Ah ja, guck mal einen an. Wie schnell kann der auf einmal da um die Ecke sein? Die LPLS-Versicherung. Ja, die muss ich auch bald abschließen. So. Batterien brauchen wir momentan keine. Haben noch genug eigentlich. Lalalala. So. Wie fandet ihr so den Anfang von heute? Könnt ihr mir ja mal sagen. Was ist denn los? Mich verlassen momentan echt die Worte. Mal sagen. Oh yeah, But you can't leave. You can't leave. Not yet. There is so much. Battle Raider, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Happy Halloween. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth. Wie die abgehen, ne? Guck mal. Wee. Wee. The only way out of this place is the truth. Wee. Accept the gospel. Finde ich super. All doors will open before you. Mach ja keine Schleichwerbung, ne? Kann man, glaube ich, eh nicht sehen von so an. Anfang war supi. Hey, cool. So. Und jetzt wachen wir auf. In einer Zelle. Wo ist das hin, Alter? Wir hatten das Licht angemacht. Mach mal aus. Oh. Hallo? So sehe ich dann morgens immer nach dem Aufstehen auf, wenn ich dann zur Arbeit muss. Huch. So. Oh, Hauptsache Kamera dabei. Kamera dabei. Was eigentlich, wenn die Leute hier mal kacken müssen? Was machen die eigentlich dann? Machen die sich eine Hose? Ist das so wie im Altersheim oder im Krankenhaus? Kriegen die da so eine Bettpfanne? Würde mich mal interessieren. Hallo. It's me, Mario. Wuhu. Yay! Yeah. Wie die mal brüllen, ne? Ist ja unglaublich. So. Ein New Follower. Bockendaken. Bockendaken? Ist das richtig ausgesprochen? Ich hoffe ja. Vielen lieben Dank für den Follower. Und Dark, was ist das Dark?
Crime, ist das richtig ausgedrückt? Ich glaube, Dark Crime, ne? Dark Crime, willkommen in der Let's Play Live Show. Vielen lieben Dank für den Follower. Dankeschön, vielen lieben Dank und vielen lieben Dank, dass ihr alle da seid. Und willkommen zum, ja, Halloween Horror Special hier in der Let's Play Live Show heute. Folge 181, Wahnsinn. Falls ihr jetzt, hallo. Folge 181 schon, ja, krass, Wahnsinn, ne? Ist unglaublich, ich kann es auch immer noch nicht fassen. Falls sich jetzt viele fragen, was ist die Let's Play Live Show? Let's Play Live Show gibt's jeden Freitag und Samstag ab 20 Uhr hier auf dem Stream. Auf dem Channel hier. Und wir spielen hier alles querbeet. Am meisten natürlich auch Horror viel. Und, boah, Alter, mir ist das so warm jetzt gerade. Fast 1000 Follower, ja. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Ihr seid die Geilsten, ohne Scheiße, ihr seid die Geilsten. Ohne euch wäre es nur halb so schön. Nee, was erzähle ich denn da? Ohne euch wär's echt traurig. Da fehlt echt dann was, wenn ihr nicht da wärt. Wenn hier 0 stehen würde, dann wäre ich traurig. Aber würde ich trotzdem noch streamen. Boah, ich weiß noch, wie das angefangen hat hier mit der Let's Play Live Show. Wie ich angefangen habe zu streamen, da stand hier immer, beim Anfang des Streams war immer 0. Und dann irgendwann fing das dann so an, immer wenn ich das eingeführt habe, hat halt Viertel vor den Stream starten. Und dann 8 Uhr geht's halt los. Da standen dann hier schon, um Viertel vor, standen dann hier schon 2 Leute. So, und dann, ja, ja. Und danach ist es immer mehr gewachsen. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, das ist immer so, bevor der Stream startet, also immer so zwischen Viertel vor und 8 Uhr stehen dann hier, glaube ich, schon meistens schon über 10 Leute oder so, oder 7. Da ist schon heavy. Also, das ist schon krass. So. Was, bei mir steht da immer 0. Was? Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. So. Ja. Lalalala. Und so schnell sind wieder Zuschauer weg. Man sieht's. Das ist hier wie... Wahnsinn. Lala. Lala. No, no. Crank HD Gaming, vielen lieben Dank für den Follower und willkommen in der Let's Play Live Show. Very big thank you for the following my channel. So. La 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 and welcome. My English is not very good. My German is not much better. Vanished without a trace. He thinks we are assholes. Yes, 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 of course. Yes, of course. Was, bin froh, dass ich damals bei Twitch Outlast eingegeben habe. Ja, sonst hättest du mich nie gefunden. Oder beziehungsweise sonst wärst du heute nicht hier, glaube ich. Ne? Hat mal was betrunken so mal gezockt? Horror pur. War das für mich. Das kann ich mir vorstellen. Ach, bin Deutsch. Ah, okay, supi. Hallo Crank HD Gaming. Willkommen zur Let's Play Live Show. Folge 181. Schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Oh, das wird ein Solo-Gang. Ja. Guck mal, die Vorratskammer von Das Merkel. Prost. Ich sag nur Schmetterlingseffekt. Hättest du damals nicht Outlast gesucht, hättest du mich nie gefunden. Dann wärst du wahrscheinlich bei irgendeinem anderen auf dem Stream gelandet. Mit Outlast. Oder generell irgendwo anders. Hey, wie geht's? Mir geht's supi. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, du hast schon ein tolles Wochenende gehabt. Und vielleicht schon einen schönen Halloween-Abend. Aber der wird ja jetzt noch besser. Nonstop pure Action jede Stunde. Ein neues Horror-Game hier. Uah, ciao. Schön, dass du da bist. Hallo. Hallo. Ja, ja, ciao. Ich glaube, das Merkel ist stinkig. La la la. Ja, mir geht's auch nice. Nice, nice. Hallo. Oh. Nice. Nice.
So. So. Ach, guck mal an. Haben wir doch schon mal ein bisschen was geschafft. Nice. Nice. Ob wir beim zweiten Teil auch so kranke Leute wieder treffen werden? Ich bin gespannt. Kommt auch Until Dawn? Ich glaube schon, dass wir Until Dawn spielen werden. Ich glaube schon. Ich hasse den fetten Sack, du. Auch das Merkel? Wir haben ja hier für jeden Charakter haben wir hier Spitznamen. Und bei uns heißt der Dicke heißt das Merkel. Also das vor allen Dingen davor, das Merkel. Und der geht eigentlich. Wir finden ihn eigentlich relativ knuddelig. So. Hätte ich damals nicht die Übertragung Banane klatscht Erde geklickt, wäre ich jetzt nicht hier. Ja, das stimmt. Ich mach mir gleich eine Flasche. Was? Sprudel auf. Okay. Sprudel auf. Dann tue das. Wasser aus einer hellen Flasche. Kann man auch dazu sagen. So. Was, wenn Until Dawn kommt, dann aber alle sterben lassen? Ja, ich werde es versuchen. Ich werde es versuchen. So, jetzt kommt der Dicke, ne? Wieder das Merkel. Ja, da hinten ist er schon. Scheiße. Nur ein bisschen warten. Outlast 2 wird kranker, kranker werden. Wie Teil 1 definitiv. Ja, das auf jeden Fall. Also das denke ich mal, weil überleg doch mal, wie das DLC schon war. Alter Finne. Das Merkel sieht richtig Porno aus. Ja. Vor allem hier die roten Flecken. Guck mal. Wahrscheinlich wieder die Tage. Das Merkel. Ciao. So. Ja, mit Antichristen Outlast 2. Ja, ich bin echt gespannt. Also ich... Ihr wisst ja, ne? Hier wird es definitiv Outlast 2 geben. Was, aber Emily besonders sterben lassen? Ja, auf jeden Fall. Ich werd's versuchen. Was? Nee, helle nicht nur braun. Ach so. Ja, helle Flaschen müssen auch mal sein. So. Das hätten wir. Dann geht's auch schon weiter in der Kanalisation. Boah, wir sind echt gut auf on Tour, ne? Also muss ich sagen, wir sind echt zügig unterwegs, muss ich ja mal sagen. So. La 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 la. Tschüss. Battle Vader, einen neuen Follower. Vielen lieben Dank für den Follower, Battle Vader. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Aber hattest du mich nicht schon mal gefollowt? Ich meine doch, oder? Oder täusche ich mich da? Der hat Regelblutung an seinem Körper, ja? Ich hab schon wieder meine Tage. Verdammt. Erika, was mache ich denn da? Nimm Snobby. Dann fühlst du dich okay. So. Lalala. So, willkommen zur Let's Play Live-Show an alle neuen Zuschauer. Willkommen zur LPLS zum Horror Halloween Horror Special. Heute jede Stunde Nonstop Horrorspiele Action. La 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 la. Natürlich mit Streamunterbrechung muss ich ja leider machen. Geht ja leider nicht anders. Das heißt, wir werden immer so, dass wir immer so circa 10 vor 5 vor beenden immer das Spiel und dann kommt direkt schon das nächste. Am besten ab LPLS Folge 199 Pause machen und dann erst wieder ab Outlast 2 anfangen. Ja. Ey, das wäre cool. Das können wir eine Season draus machen eigentlich dann. Könnte man machen, ne? Wenn das jetzt Season 1 ist hier. Dann machen wir Folge 199, machen wir dann Schluss. Und bei Folge 200 geht's dann los mit Outlast. Outlast 2. Es ist eine super Idee. Aber ich glaube, da werden einige Zuschauer, glaube ich, mich erschlagen. Wenn ich das so machen würde.
Ich hatte ja jemand hier im Streamer mal gefragt gehabt, in den Zuschauer, ich weiß gar nicht, wer es war, da war mal jemand hier, wie lange diese Folge eigentlich geht. Also hier unten steht ja da Folge 181 und da habe ich zu ihm gesagt, ich weiß gar nicht, wie lange, ich hatte mir eigentlich gar keinen Plan gemacht, das soll einfach unendlich gehen, also solange wie ich hier sitze. Und ich sitze ja immer hier. Ich gehe nicht aus dem Haus, ich werde immer hier sitzen. So. Boah, das ist so warm hier, ne? Ich muss gleich erstmal das Jäckchen lösen. Lalalala. Gut, vielleicht am Anfang jetzt nicht so gruselig, ne, für mich. Ihr wisst es ja, Outlast, ne? Ist ja quasi so mein... Hallo? Verdammt. Outlast kann ich ja im Schlaf. Aber es wird noch gruseliger, das wisst ihr ja. Also es kommen ja noch viel, viel andere Spiele. So, oder was? 199.1, 199.2. Okay. Nein, das kannst du nicht machen, Flex. Nein, natürlich nicht. Nein. Spielst du auch Shooter oder nur Horror? Nee, ich spiel Shooter, Rennspiele, alles Mögliche. Ja. Alles Mögliche. Kannst ja auch unter meinem Namen, im Stream steht ja der Streamname, ne? Oder unten ReflexGER, ist ja auch mein YouTube-Channel. Das ist ja auch mein PSN-Namen, da kannst du ja einfach mal gucken, was ich so spiele, steht da. Was? Xenomorph? Ist das richtig ausgesprochen? Xenomorph? Willkommen zur Let's Play Live Show. Wie geht's? Herzing Infarkt im Coming? Nee, bei dem Spiel noch nicht. Wir fangen ja ruhig an. Ich kenne das Spiel ja in- und auswendig. Deswegen bei dem Spiel noch nicht. Aber das wird noch kommen. Versprochen. Heute gibt's ja nonstop Horror-Action. Ja, also einfach dranbleiben und genießen. Weil es werden Spiele kommen, wo ich so ein bisschen so meinem Kryptonit habe. Ja. Aua. Ja. Holst du dir Just Cause 3? Ja. Ja, aber nicht zum Release. Genau wie Need for Speed nicht. Weil es sind andere Spiele, die momentan Priorität haben. Heißt du... Was? Felix? Nein. Nein, Flexi. Nein, du musst einfach nur... das E und das L vertauschen. Und das X und das I. Flexi. F-L... X-I. So, Ladebildschirm. Eine bessere Frage ist, welches Genre er nicht spielt. Welches Genre ich nicht spiele, ist zum Beispiel Fantasy. Da ist zum Beispiel gar nicht meine Welt. Also Fantasy ist überhaupt nicht meine Welt. Boah, das geht gar nicht. Das ist überhaupt nicht mein Ding. Oder so Rollenspiele oder sowas. Boah, nee. Hey, ist ja Outlast 2. Ja, Wayne Jux, Outlast 2. Herbst 2016 ist der Release. Freue ich mich. Was kommt denn noch so? Also, es wird Daylight geben. Es wird Until Dawn wird es geben. Es kommt... Warte mal, was kommt noch? Warte mal, eventuell wollte ich noch Slender vielleicht auch noch spielen. Ich muss gleich nochmal auf meinen schlauen Zettel gucken. Ich habe hier so eine Streamliste gemacht, was ich heute streamen wollte. Strategie... Ja, also meine Lieblingsgenres sind eigentlich so Rennspiele, Horror, Shooter, Action-Adventures... ja, so in dem Bereich halte ich mich meistens auf. Und natürlich Knobelspiele. So Rätselspiele und sowas, da bin ich auch voll der Fan von. So, meine Lieblingsstelle. You can't hide! Watch me. Ciao! You piece of shit! You can't hide. Hast du den Teaser gesehen? Ja, habe ich mir angeguckt. Mehr aber auch nicht. Mehr nicht. Also es dreht sich wohl irgendwie um so einen Kult. Um so Antichrist-mäßig irgendwie so. Und mehr will ich auch darüber nicht wissen. Also ab jetzt gucke ich mir gar nichts mehr an und warte jetzt auf den Herbst 2016. Na? So. La War Rider. I want my money. You slippery little whore. Sagen die jetzt, pass auf. Achtung. You slippery little whore. Du schlüpfrige kleine Schlampe heißt das. Oh, wir haben noch keine 22 Uhr. Ich entschuldige mich. La la la. You can't hide. I want my money.
Weißt du, ich hab einen Freund, weißt du, ich hab einen Real-Life-Freund, der heißt Felix und wir sagen Flexi. Verstehe ich nicht. So. Ja, 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 komm, mach auf. Ciao. Easy to chase you, buddy. Ich freue mich auch schon mega auf Uncharted 4, Thief's End. Ja, ich auch. Ich auch. Ich bin gespannt, wie die Story ist. Lass ich mich echt mal überraschen. Fallout 4 hole ich mir eventuell auch. Ja, ich auch. Ich auch. Aber auch alles erst viel, viel später, wie ihr. Ihr kauft euch die Spiele ja sofort zum Release jetzt momentan, aber bei mir geht das ja gerade nicht. Tepedo, Doktor. Ja, bei uns ist es Dr. Chivago. Heißt der bei uns. Dr. Chivago, Dr. Chivago. Dr. Chivago. Lala. Run free! Run free! You know, I love the mountain here in night. You wanna head out and take a stroll? Hm? Go on, run free! Run free! No, hurry. No? No? Right. No. Nose to the ground. Nose to the grindstone, I like that. Okay. Oh, you like this? Okay, then right this way. Yeah. Yeah. Nein, ich glaube nicht, dass der... Ich glaube nicht, dass der Dr. Single ist. So. Meinst du wahrscheinlich den Doktor, ne? Doktor ist... Nee, Fallout 4 nicht gleich, wenn es rauskommt. Eher Mitte oder so. Okay. Ob der Wildrider-Bug kommt? Wir werden es sehen. Schauen wir mal. Boah, wir haben schon eine halbe Stunde gespielt. Alter, finde, das wird knapp. Müssen uns jetzt echt reinhauen hier. Damit wir zum DLC kommen. Prost zusammen. Here we are then. Thanks so much for coming by. Vielleicht gibt es ja auch einen Bug, wie man sich aus dem Rollstuhl befreien kann. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Also ich bin mir nicht sicher. Oh. Gib mir eine Chance. Yeah. Hauptsache er wäscht sich erstmal die Hände an diesem Pissbecken. Ist ja unglaublich. Der Doktor hat sicherlich viele Freunde in seiner Praxis, ich glaube auch. Was? God died with the gold standard. We're onto a more concrete thing now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way. Nimm das weg. Murder. Nimm das weg. But what happens when all money's gone? All money's gone. All money becomes a matter of faith. And that's what I'm here for. That's what I'm here for. Make you believe. Believe. Oh, Alter, ich krieg wohl die Gänsehaut. Kann man das sehen? Bestimmt nicht, ne? Ah, oh, dann läuft mir immer der kalte Schauer über den Rücken. Bei dem, bei der Szene. Ja. Ja, Mann. With the consumer. This sends her to sale.